Egestorf bei Hamburg. In der Werkstatt von Edelschrauberin Tanja müssen Ferrari und Co. heute warten. Die PS-Perle arbeitet auf Hochtouren an einem 82-jährigen Fiat 500. Bis gestern war der Senior noch bewegungsunfähig und heute kommt bereits der Besitzer und will einen schnurrenden Oldtimer abholen. Als erstes baue ich jetzt die Ölwanne, also lasse ich das Öl raus, baue die Ölwanne ab, weil die so siffig ist. Dann hat er ein bisschen weniger Öl in der Garage. Mach die Dichtung neu, füll Öl auf und dann haben wir das. Vor 35 Jahren hat die Kfz-Meisterin ihre Lehre angefangen und bis heute liebt sie, was sie tut. Schrauben ist eigentlich mein Leben. Es ist meine absolute Leidenschaft. Es ist alles, was ich machen will. Ich komme morgens zur Arbeit und hab Bock drauf. Das spüren auch die Kunden und vertrauen ihr solche sensiblen Schmuckstücke an, wie den tattrigen Topolino. Das ist jetzt hier eine alte Dichtung, das ist noch Kork. Diese Korkdichtung ist festgeklebt, Kork setzt man am besten ohne irgendwie Matsche an, nur so ein ganz bisschen. Für einen 82-Jährigen sind Ersatzteile kaum zu kriegen. Tanja muss die Originale vorsichtig aufbessern. Einmal alles sauber machen, einmal alles trocken machen und dann kann die Dichtung da auch rein. So, jetzt habe ich hier eine Gummidichtung. Das ist auch schöner als Kork, weil diese Korkdichtungen einfach nicht so lange und so schön halten. Der Zeitdruck wächst, der Kunde naht. Hoffentlich gibt's jetzt keine bösen Überraschungen mehr. Tanja ist für alles selbst verantwortlich. Das Beste daran, sein eigener Chef zu sein, ist, dass man wirklich Entscheidungen komplett alleine treffen kann, dass man sich mal Freiheiten rausnehmen kann. Damit meine ich jetzt nicht losfahren und Eis essen, weil alles, was ich mir an Freiheiten rausnehme, muss ich natürlich wieder nacharbeiten. 14-Stunden-Tage sind da keine Seltenheit. Und jetzt muss ich ganz schnell noch mal U-Schutz sprühen und eine Probefahrt machen. Das ist das Allerwichtigste, weil ich nicht möchte, dass Thomas, der gleich kommt, irgendwie da vorne liegen bleibt. Also einmal Probefahrt und Attacke go. Die letzten Handgriffe müssen sitzen. In einer halben Stunde kommt der Kunde. Doch erst hinterm Steuer kann die 53-Jährige sicher sagen, ob der Wagen wieder voll funktionstüchtig ist. So, Probefahrt. Bisschen eng. Angesprungen ist er, laufen tut er. Jetzt fahre ich das kleine, knutschige Wichtelauto mal. In der Hoffnung, ich falle hier nicht raus. Erster Gang und ab geht die Post. Juhu, mit einem km/h. Ja, das klappt doch schon mal. Es ist so mega geil, dieses kleine, süße Auto. Und ich liebe das an Oldtimern. Das ist noch richtig Autofahren. Man hört die Türen. Man merkt das ganze Auto, man hat keine Servolenkung, es ist so geil. Und jetzt Vollgas. Mit ganzen 14 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. So, jetzt machen wir hier mal Speed, 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 Speed. Oh, ist der süß. Und wir fahren wahrscheinlich jetzt ungefähr 30 und haben das Gefühl, wir fahren 130. Und driften hier durch die Kurve. Oh, 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 oh. So, so einen Spaß hast du nur mit dem Oldtimer. Fertig, aus. Der Topolino, übrigens zu Deutsch Mäuschen, schnurrt wie ein Kätzchen. Von rostig zu rüstig in 25 harten Arbeitsstunden. So, kleines Auto, ganz großes Kino. Das Ding macht echt Spaß. Und gerade jetzt nach dem Fahren habe ich mich ein bisschen in den verliebt. Ja, just in time, würde ich sagen. Thomas ist der Einzige, der jetzt noch fehlt. Der Stammkunde vertraut der Edelschrauberin bereits seinen dritten Oldtimer an. Und weil Thomas sich mal beschwert hat, wenn es hier keinen Sekt und keine Nüsse gibt, muss er die Wahl der Werkstatt überdenken. So, habe ich hier Nüsse und Sekt. Bei Scherzbold Thomas gehört ein kleiner Gag schon mal zum Service. Hallo Tanja. Hallo Thomas. Du hast mir ein schönes Geschenk gemacht, nicht? Ja, ich erinnere mich dran, was du gesagt hast mal. Die Wahl der Werkstatt müsste überdacht werden, wenn es hier nicht Sekt und Nüsse gibt. Stimmt, ja. Ja, tausend Dank. Das ist aber wirklich sehr nett. Ist jetzt nur eine kleine Aufmerksamkeit. Aber ich wollte dein Auto heute gerne fertig kriegen und. Ja, danke schön. Ich hoffe, du magst es. Ist das schön gekühlt? Können wir das gleich trinken? Sag mal, du musst noch Auto fahren. Ach so.
Thomas freut sich auf die erste Spritztour mit seinem gleichaltrigen italienischen Freund. Ich habe die Achsaufnahmen fertig gemacht, der Auspuff ist geschweißt, Bremse ist jetzt tipptopp in Ordnung. Ja, herrlich. Er hat 2 Jahre frisch TÜV. Ja. Also kannst du dich jetzt genau genommen reinsetzen und... Und er springt auch an? Losball. Er springt an und es macht richtig Spaß. Ja, dann hau ich mal ab, wenn er anspringt. Ja, natürlich springt er an. Sonst kannst du anschieben, bitte. Nee, brauche ich nicht. Außerdem hast du sonst noch eine Kurbel. Ja, vielen Herr Dank. Herr von Stern. Danke. Mein Oldtimer und ich sind die besten Freunde fürs Leben. Na, siehst du. Ab geht die Post. Komm gut nach Hause. Viel Dankeschön. Spaß. Tschüss. Ab in den zweiten Frühling für die beiden 82-Jährigen.